Ja, vielleicht möchte ich dann doch auch mal einmal diese 42,195 Kilometer dein mal probieren. 1,95 sogar. Ja, es sind sogar noch, die können was ausmachen tatsächlich, habe ich auch schon festgestellt. Deswegen, hallo Leute, ich bin's wieder, eure Melissa. Hey, hier ist der Philipp. Ich bin heute im Münchner Olympiastadion, wie ihr sehen könnt. Ziemlich nice Location. Und wir sind nicht ohne Grund hier, denn ich treffe gleich auf einen so krassen Sportler. Wir sind jetzt hier im Olympiastadion. Das ist ja eigentlich schon so dein zweites Zuhause. Also ich bin als Läufer natürlich in Stadien groß geworden, hatte dann auch das Privileg, die ein oder andere internationale Meisterschaft in so einem Stadion schon mal laufen zu dürfen. Trotzdem stelle ich mir tatsächlich die Frage, warum Marathon? Liebe auf den ersten Blick war es sicherlich nicht. Es war damals eine relativ kalkulierte Entscheidung, muss man sagen. Ich habe einsehen müssen, dass es auf den für mich damalig normalen Distanzen 5 und 10.000 Meter talentmäßig wahrscheinlich nicht reichen wird, diesen Kindheitstraum zu verwirklichen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so krass extrem, und es ist für mich ein Extremsport, wenn man schon das angeht und sagt, ich laufe locker 15 Kilometer am Tag, wenn ich gechillt laufe, und sonst halt 40. Und ich sage, ich weiß nicht, wann das bei mir im Leben passieren soll. Das ist das Trikot, was du das in Berlin 2015 anhattest, und hat eine große Bedeutung für dich, oder? Richtig, also das ist das Trikot, mit dem ich nicht nur meinen allerersten Marathon gefinisht habe, sondern auch die 2 Stunden 12.50 gelaufen bin, die letztendlich mich auch dann zum Olympischen Spielen nach Rio gebracht haben. 2 Stunden 12. Ich verstehe jetzt nicht so, wie du in 2 Stunden so eine krasse Strecke laufen kannst. Du sprintest doch dann. Auf meine Bestzeit betrachtet entspricht das 19,1 Stundenkilometern. Klingt ein bisschen viel. Flott, aber im Rennen ist man mit anderen Dingen beschäftigt, als dass man da denkt, so, wow, das ist jetzt wahnsinnig schnell gerade. Können wir uns das irgendwie mal anschauen? Ich glaube, ich habe da eine Idee, wie wir das ganz gut mal veranschaulichen können. Ja.